An diesem Tag des Herrn, ja, an dem 20. November 2019, die eine weitere Predigt in der Reihenfolge von Predigten über Jesus Christus aus den Gekreuzigten und über die Ergebnisse seines Kreuzwerkes. Mein Titel heißt so heute Morgen: Vor seinem Sterben am Kreuz offenbarte er seinen Geliebten, wie er sie bis zum Äußersten liebte und so sie so weiterhin lieben würde. Okay, wir lesen Johannes 13, die ersten 17 Verse, unsere Hauptbibelstelle für heute. Johannes Kapitel 13, Vers 1 bis 17. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schürz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schürz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Hä, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Darum sagt er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mir recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und möge der Herr sein Wort unser Herzen und Gedanken Verstand geben und wunderbare Dinge daraus hervorkommen. Gemäß Jesaja 55, Verse 10 und 11. Was für ein wunderbares Versprechen ist dies. Hier in diesem Kapitel haben wir viele wunderbare, köstliche Dinge. Hier haben wir erstens die unendliche und die ewige Liebe Jesu zu seinen auserwählten Geliebten. Er lebte sie bis ans Ende, Fußnote von der Schlachterbibel mit Parallelstellen und Studienführern sagt, alternative Übersetzung, er liebte sie bis zum Äußersten, bis zur Vollendung. Mit Antworten, er liebte sie auf eine perfekte, vollkommene, vollständige Weise, damit wir seine Liebe auf eine vollständige Weise erfahren, genießen werden und vollständig gemacht werden können. Dadurch, durch ihn getan. Weil er bleibt aktiv, haben wir mehrmals in dieser Reihenfolge von Predigten gesehen. Als der Auferstandene, nachdem er gestorben ist, eingesetzt in dem Himmel, verherrlicht, ab Pfingsten zu diesem Ziel und Zweck.
Es gibt eine unterschiedliche Meinungen bezüglich, wie wann genau dies stattgefunden ist. Mehr als die Hälfte der Kommentatoren sagen, dies ist stattgefunden dieses Mal in derselben Nacht, als er danach ins Gethsemane hineinziehen wollte. Matthew Henry und andere glauben, aus bestimmten Gründen, es sei ein bisschen früher stattgefunden, kurz davor. Ich möchte nicht zur Debatte hinzutreten, da diesbezüglich. Tatsache ist, war kurz bevor er ins Gethsemane hineingegangen ist, um dort im Gebet zu leiden und danach zu leiden auf seinem ganzen Leidensweg und am Kreuz Golgotha den Preis für uns zu bezahlen. Vor dem Passafest, es ist vor dem Passafest stattgefunden, Jesus wusste, dass eine Stunde gekommen war. Gott hat eine Stunde für jede von uns, für jede Sache, und Jesus Christus wusste, meine Stunde, um den Preis zu bezahlen, ist gekommen. Und aus dieser Welt danach zum Vater zu gehen. Ich kam vom Vater, ich gehe zurück zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in die Welt waren. Wir lesen generell über die generelle Liebe zu den eigenen Volk. In Johannes Kapitel 1, Vers 12. Und 3, Vers 12. Er ist zu seinen eigenen gekommen. Seine eigenen Menschen haben ihn nicht angenommen. Die Juden waren seine eigenen Menschen im generellen Sinn. Aber nicht alle sind aus Israel, die Israeliten sind, hat Paulus gesagt. Hier geht es über die wahre eigenen. Was für eine christliche Aussage. Der Herr Jesus Christus hat seine eigenen Menschen. Seine eigenen Menschen. Und er hat sie teuer erkauft und er hat sie geliebt von aller Ewigkeit her. Sein Vater hat ihnen diese Leute ihm gegeben. Ich bin einer von diesen Leuten. Es gibt viele andere auch. Und Tatsache ist, er hat uns geliebt als seinen eigenen geliebten Menschen, als sein Eigentum. Und diese Leute waren zuerst die 11 Jünger und die anderen Jünger, die in der Welt waren. Diese 3,5 Jahre lang ist er mit ihnen überall zusammengegangen, sie mit ihm. Brot gebrochen, haben sie zusammengebrochen, alle Dinge haben sie zusammen gemeinsam gemacht. Aber so liebte er sie bis ans Ende seine Zeit in dieser Welt und bis zur Vollendung, ja, bis zum Äußersten. Mit anderen Worten, die Qualität davon war perfekt. Wie trostreich. Der Herr Jesus Christus ist in der Lage, ist allmächtig genug als Gott und Mensch, um seine Geliebten bis zum Ende unseres irdischen Lebens zu lieben und bis zur Vollendung, bis zum Äußersten, auf eine perfekte Weise. Wie könnte es deswegen an Dinge fehlen, wenn wir diese Liebe spüren, annehmen werden, im festen Glauben, im Vertrauen. Und dann während des Mahls, ja, lasse ich euch sagen, hier haben wir unendliche und ewige Liebe Jesus zu seinen auserwählten Menschen. Es geht über die ewige Vergangenheit, dann hat er uns geliebt. Weil dann hat sein Vater ihm schon gesagt, sie werden dir gehören, sie gehören mir. Ich gebe diese Leute dir jetzt schon. Bevor die Planeten geschaffen worden sind, bevor wir schaffen werden, bevor sie existieren in dieser Welt, schenke ich diese Leute dir. Wie wunderbar, wie köstlich. Er wollte uns für sich selbst haben und wie sein Vater auch. Eine Sonderliebe zu den Auserwählten, aufgrund seiner souveränen Wahl. Und hier sollten wir wissen, die Leute, die er geliebt hatte, waren ganz unvollkommene Menschen. Nur 3 dieser 11 Jünger hatten so viel geschaffen, dass sie in der Bibel irgendetwas aufgeschrieben hat.
Jakobus war da, hat einen Kurzensbrief geschrieben. Johannes war da, war der meistgelehrte unter ihnen und möglicherweise der intelligenteste von den allen. Der meistintelligente, der Mann, der noch mehr intelligent war, Paulus, würde später kommen, als Nummer 12, anstatt von Judas, an der Stelle von Judas. Aber, und Petrus hat zwei Briefe geschrieben, ein einfacher Fischer. Und sie waren so schwache Menschen, waren so hässlich mehrmals noch. Sie hatten noch so hässlich gehandelt, kurz bevor dieses Mal. Hatten sie noch geprunkt und gesagt, ich bin größer. Nein, ich bin wichtiger. Nein, ich muss in die Mutter hat mitgeredet. Verspreche mir, Herr Jesus, mein Sohn wird zu deinem Rechten sich hinsetzen in dem himmlischen Reich. Nein, mein Sohn zu deinem Linken. Wie trotz, wie stolz, wie arrogant. Wie böse waren sie noch mehrmals. Wie sündig, wie versmutzt, wie viele Fehler, wie wenig Erkenntnis hatten sie gehabt. Was für ungelehrte Männer, was für einfache Leute. Trotzdem, die Wahl des Vaters ist die Wahl des Sohnes. Und hat Leute auserwählt, nicht die Edle und nicht die Reiche, nicht die Mächtige dieser Welt, lesen wir im 1. Korintherbrief, sondern die Schwache. Und die böse Leute, die Leute, die am schlimmsten gesündigt haben. Wie trostreich ist dies für die meisten von uns? Wir wissen, ein kleines Baby kann die Mutter noch wenig geben. Sie muss immer Windeln wechseln. Das Baby kann nur schreien. Ich kann noch nicht wissen, ich muss mutig fallen. Und das Baby ist möglicherweise nicht das schönste Baby in aller Welt. Es gibt Babys, ich werde nichts persönlich werden, wenn ich so ein Baby sehen werde, werde ich ein bisschen heucheln und sagen, ach, was für ein schönes Baby. Nein, ich werde eher schweigen. Aber Babys scheinen mir nicht immer schön zu sein. Aber die Mutter liebt ihr Baby. Weil sie hat die Liebe in ihrem Herzen. Es geht nicht über das Baby selber, ob das Baby schön aussieht und wunderbare Dinge tun kann noch, weil dies kann es noch nicht tun. Aber es geht über die Liebe, die in ihrem Herzen und Gedanken drin ist für das Kind. Ähnlich ist die Liebe des Vaters und des Sohnes für uns. Es ging nicht über was in uns drin war oder in uns drin sein würde, sondern über die Liebe, weil sein Fokus auf uns war und gemäß dem ewigen Rat des Vaters, gewusst hat, ich bleibe auf ihn fokussiert, auf ihr fokussiert. Böse Person, wenige Leistungen, schlechte Manieren, schlecht wild aufgezogen, auch als Christ unhöflich, weil die Christen, die wild aufgezogen sind, haben mehrmals nach 10 und 20 Jahren noch schlechtere Manieren als Atheisten mehrmals. Habt ihr das gemerkt? Und Kinder, die aufgewachsen sind, obwohl sie gerettet worden sind, die feineren Dinge dieser Weltzeit zu lernen, ist eine schwierige Sache. Aber sie kommen kaum vorwärts mehrmals. Obwohl sie Christus lieben. Aber dies verhindert ihn nicht, hat ihn auch nicht verhindert, uns vollständig zu lieben. Wie schwierig haben wir es mehrmals miteinander? Wie schwierig machen wir das Leben für einander, weil wir noch so viele Fehler und Sünden haben und Schwachheiten. Aber er sagt, meine Liebe bedeckt dies alles. Meine Liebe zu dir ist unendlich, zu euch ist unendlich, ist wunderbar, ist perfekt. Ich bin überwältigt worden durch meine Liebe zu euch und ich bleibe überwältigt. Deswegen schaffe ich alles und bin ich nicht in der Lage, aufzuhören, euch zu lieben, weil ihr seid meine Geliebten, der Geliebten des Vaters, gemäß der Wahl des Vaters. Wie trostreich ist dies? Wie ermutigend, wie anspornend ist dies, oder? Und er liebte sie bis zur Vollendung,
bis zum Äußersten, bis ans Ende, so ist es auch wahr von uns. Bleibt es wahr. Und lasse ich euch sagen, es gibt so viele Unterschiede. Es gab so viele Unterschiede damals, als sie dort am Tisch waren, zwischen Jesus Christus und den anderen, die anderen Männer dort. Es gab einen bösen Mann dort, der Christus hasste und der das Geld liebte und das Geld gestohlen hat aus dem Geldbeutel. Mehrere Leute denken, neben Jesus Christus war Johannes. Direkt neben Johannes war der Verrater, weil der Mann mit dem Geld musste nah sein. Wenn wir Geld brauchen, müssen wir ihm schnell sagen können. Er war nah genug, dass der Jesus ihm geradeaus sagen konnte, kurz danach, was er ihm sagen musste, gemäß dieser Geschichte hier. Aber Tatsache ist, der Herr Jesus war selbstlos, selbstopferend. So selbstopferend, dass er sie gedient hat, von den Füßen nach oben, ja, von den geringsten, um die stinkenden, versmutzten Füße zu waschen, die mit Staub erfüllt waren, war ich mit offenen Sandalen gegangen, ohne Socken noch mehr was. Ich habe wenigstens Socken an. Aber Tatsache, von den geringsten Bedürfnissen bis zu den größten, hat er sie gedient. Kennen wir die Geschichte hier? Lernen wir aufs Neue, wenn wir Johannes 13, 14, 15, 16 und 17 studieren und die drei synoptische Evangelien auch. Gemäß alles, was er getan hat, ihnen getan hat. Seine Liebe ist einzigartig, ist unvergleichlich, köstlich, herrlich und wunderbar. Und sogar war es immer noch der Fall in der Zeit seiner größten Not. Seine größte Krise, die Zeit seiner größten Krise war da, die Stunde war da, um in Gethsemane so kämpfen zu müssen, dass er geschrien hat und aus der Angst erlöst werden musste. Nicht alle Leute haben es so übersetzt, dies ist aber die beste Übersetzung. Er hat laut geschrien dort und er hat sein Schweiß ist wie Blut geworden. Und danach, was musste die römische Soldaten ihm antun? Was musste er erleiden vor Kaiaphas, Pilatus und die anderen, wo er falsch beschuldigt worden ist? Wie schwierig war sein Leidensweg zum Kreuz Golgotha? Und wie schwierig, wie unendlich und beschreiblich schwierig war es? Wie ist er gefoltert worden durch die Menschen, durch Gott? Wie ist er geschlagen worden, als er am Kreuz hing? Dies rückte schnell näher, dies war fast da. Trotzdem redete er nicht direkt darüber. In diesem Kapitel lesen wir nicht direkt von Jesu Christi Leiden. Obwohl die Botschaft klar und deutlich ist, dies gehört zum Stil von Johannes, das Kreuzwerk Jesu Christi ist zentral. Jesus Christus als der Gekreuzigte ist ganz zentral in diesem Kapitel. Dies werde ich euch noch zeigen heute hier. Aber er hat nicht darüber geredet, obwohl seine Seele schon betrieben worden ist bis in den Tod, war die Betonung nicht darauf, sondern die Betonung war darauf und sein Fokus war: Ich bin geweiht dazu, ich bleibe dazu geweiht, um meinen Jüngeren zu belehren. Weil er hat sich so einigermaßen, denke ich, so traurig gefühlt. Jetzt ist die Zeit fast da, dass ich mich von ihnen verabschieden werden musste. Ich werde sie alleine lassen. Wir wissen, wenn der Zeit des Abschieds gekommen ist von den Geliebten, der Geliebte geht zu einem fremden Land, und niemals wieder zurückzukommen. Es gibt Leute damals, sie kamen nicht wieder zurück. Wie fühlt man sich da? Wir haben solche schönen Zeiten miteinander zusammen genossen und erfahren. So herrlich und köstlich war es, um einander zu kennen und zu erkennen und zu lieben. Von einer innigen Beziehung, von Angesicht zu Angesicht mehrmals. Von Mund zu Mund haben wir geredet. Aber dies würde jetzt anders werden. Er würde bald verschwunden sein, hinter den Wolken in dem Himmel würde er sein. Und sie würden sie einsam und alleine fühlen.
Und er war natürlich absolut gerichtet darauf, um seinem Vater wieder zu begegnen. Wir wissen doch, liebe Geschwister, was wir hier in Johannes 17 haben, wie überwältigend sein Verlangen war, um seinen Vater wieder zu treffen. Johannes 17, Vers 5, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht, sagt er seinem Vater, auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Vers 5, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst. Bei dir selbst in dem höchsten Himmel. Mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ach, er hat sich so gesehen danach, um wieder in der Liebesärme seines Vaters zu sein und seinen Vater küssen zu können und in seinem Vater zu wohnen, wie sein Vater in ihm wohnen würde in der ersten Liebesbeziehung, der perfekt und vollkommen war in der Vergangenheit. Es würde wieder so perfekt sein. Hier war es auch perfekt, aber in seiner Gegenwart in dem Himmel würde es so viel köstlicher und herrlicher noch sein. Und er hat gewusst, dieses Mal werde ich dorthin zurückkehren, auf eine andere Weise. Jetzt nicht bloß als pur Geist, als nur Gott, der nur Geist ist, sondern auch als Mensch, als Gottes perfekter Mensch, als Gottes perfektes Opferlamm. Und mein Vater wird so ein Gefallen an mir haben deswegen und ich an ihm. Und die Engel und alle werden sagen, jubeln, mich anbeten. Ach, mein Vater, mir hat dich gefallen und ich werde ihm gefallen. Vater, ich bin hier zurückgekommen und ich habe gesiegt. Und der Vater wird jubeln und alle werden frohlocken. Danach hat er sich gesehen. Aber er hat sich danach gesehen, um dorthin zu gehen, nach seiner Auferstehung aus dem Toten, nicht nur um seinetwillen, sondern auch um unseretwillen. Insbesondere um deinetwillen, um meinetwillen, um unseretwillen. Weil er ist gegangen als Prophet, nicht für sich selbst. Er weiß alles, er braucht nicht, um belehrt zu werden, weil sein Vater kommuniziert die ganze Zeit mit ihm alles, über alles. Und er weiß alles in der perfekten Beziehung mit seinem Vater. Er kann auch nicht vergesslich werden. Er kann auch nicht falsch hören. So er lebt in dem Wort, in den Geboten seines Vaters, lesen wir in Johannes 15. Aber er ist Prophet geworden, um uns heute Morgen zu belehren. Er ist Priester geworden, um uns heute reichlich segnen zu können, zu erfrischen, zu stärken, zu erquicken und wieder zu trösten als der erste Tröster durch den Dienst des zweiten Trösters, ja durch den Dienst vom Geist des Christus. Er ist König von uns, von meinem Herzen, von meinen Gedanken, von meinem Willen, von meiner Zeit, von meiner Energie, von meiner ganzen Seele und Kraft und von allem. So, er ist dort um unser Willen. Er tritt dort für uns ein. Ja, Hebräer 7, Vers 25. Er hat sich danach gesehnt, um dorthin zu gehen. Aber er war einigermaßen traurig. Ich muss jetzt mich von ihnen verabschieden. Und er hat gewusst, wie schwierig sie es erfahren wurde. Weil sie waren so traurig. Sie hatten noch nicht die Fülle des Geistes gehabt. Der Heilige Geist war noch nicht da in seiner Fülle, um sie alles zu belehren, in die völlige Wahrheit reinzuführen und zu leiten. Und deswegen waren sie so traurig. Er hat gesagt, ihnen gesagt, an einer anderen Stelle, dass ihr werdet sehr traurig werden hierna. Aber er hat gewusst, was für Stürmen sie erleiden würden bald. Wie sie verfolgt werden würden. Wie ängstlich sie sein würden. Er ist verhaftet worden. Lass uns es verstecken hier im Obersaal. Weil sie waren so ängstlich gewesen. Sie standen so weit entfernt von mir, als er am Kreuz hing. Und er hat gewusst, nach Abpfingsten, wie würden sie verfolgt werden und gefoltert werden und getötet werden und als Martyrer sterben. Und wie viel Trübsal sie in dieser Welt erleiden würden. Und seine Liebe ist eine schützende Liebe. Der Herr sorgt, der Herr schützt, der Herr führt, der Herr leitet. Eine sorgende und versorgende Liebe. Eine Liebe mit viel zärtlichem Mitgefühl hat er gehabt. Weil er leidet immer mit. Wir lesen in Hebräer Kapitel 4,
dass wir einen Hohenpriester haben, die viel Mitleid sogar mit uns in unseren Schwachheiten haben, hat, weil er kann es tun, weil er selber mehr gelitten hat als alle anderen. Er weiß, wie schwierig es ist, als Mensch so leiden zu müssen. Ach, und was für eine zärtliche Liebe, mit so viel Mitgefühl hat er hier gehandelt. Und durch sein Vorbild, durch dass er ihnen die Füße gewaschen hat und dass er ihnen belehrt hat und getröstet und gestärkt hat, vorbereitet hat, hat er sie vorbereitet für was kommen würde. Und ich glaube, ab Pfingsten hatten sie diese Dinge so viel besser verstanden. Dies hat er an Jesus Sohn Petrus gesagt, in der Zeit dieser Mahlzeit. Vers 7, Johannes 13, 7. Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Petrus: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen oder begreifen. Ach, lass uns kindlich sein, nicht kindisch. Herr Jesus, wir verstehen nicht alles. Du weißt alles. Vom Anfang bis zum Ende. Es gab keine Zeit, dass du nicht alles gewusst hast. Er hat ein Ding nur nicht gewusst. Und das ist, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag würde er zurückkommen müssen? Sollte er zurückkommen in seine Wiederkunft? Die anderen Dinge wusste er und weiß er immer noch. Aber er sagt: Ich bin allwissend, ich bin allweise, ich habe alle Erkenntnis, ich habe den Durchblick bezüglich aller Dinge, die für euch wichtig sind. Aber ihr versteht so wenig. Aber du wirst es noch begreifen. Damit hat er gemeint, der Heilige Geist wird noch kommen. Als mein Geist und dich und euch in meinem Namen und namens mich zu trösten, die Dinge begreifen zu lassen. Wie viel besser hat Petrus dies verstanden, finden wir in seinen zwei Briefen. 1. Petrusbrief und 2. Petrusbrief und in seinen Predigten der Apostelgeschichte. Aber liebe Geschwister, wir lesen, dass er, Vers 3, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte. Lass es nicht vergessen. Christus ist durch den Vater alles in die Hände gegeben worden. Gott, der Vater, tut nichts direkt. Er tut alles durch den Vermittler, durch seinen Sohn. Alles. So hat er die Welt geschaffen. Die Welten geschaffen. So wirkt er in uns. Der Vater tut nichts hier direkt. Durch Christus. Jesus allein. Er wusste, mein Vater hat aus reiner Liebe zu mir alles in die Hände gegeben. Und dass er von Gott ausgegangen war. Ja, er kam von Gott aus dem Himmel. Und lass ich euch sagen, auf diesem Punkt, bei diesem Punkt, dass die Liebe, die sie hatten zu Jesus Christus, war noch so unrein, teilweise zum großen Maßen. Und zu einem anderen, dass sie so arrogant waren, noch an der ersten Stelle sein würde. So egoistisch geprägt. Ich bin wichtiger als du. Ich muss an der ersten Stelle sein. Ah, nur er, der aus dem Himmel kam, wo Gott rein ist. Nur Gott, der die reine, die heilige, göttliche Liebe ist, konnte kommen als Sohn Gottes, um Mensch zu werden, um die wahre, reine, makellose, tadellose, heilige Liebe uns zu zeigen. Und was wir hier finden in diesem Kapitel, ist diese heilige, reinigende, stärkende, gerechte Liebe, makellose Liebe, als selbstopfernde Liebe, als dienende Liebe, bis zu dem teuersten Preis. Kein billiger Preis, ein teurer Preis. Hat er immer bezahlt. Hat er in Gethsemane bezahlt, hat er am Kreuz Golgotha bezahlt. Und da, ja, drei wieder. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, um unseren Willen. Ist das nicht schön und christlich? Es geht nur über ein Thema. Nicht über die Engel. Liest ihr irgendwo eine Verheißung zu den Engeln Gottes in dem Himmel? Wie viel habt ihr gelesen? Im Alten Testament?
Hebt doch den noch. Wie viel habt ihr im Neuen Testament gelehrt? Ich werde euch als mein Engel so segnen, so und so segnen. Null mal. Seine Liebe zu den Engeln, Liebe seines Vaters zu den Engeln ist wie Hass. Im Verhältnis zu ihrer Liebe zu uns. Wir sind die Krone ihrer Schöpfung. Wir sind ihr Eigentum, ihre Geliebten. Sie bleiben auf uns gerichtet. Und deswegen alles in die Hände geben um unseren Willen. Und Abraham gewusst, jetzt gehe ich wieder zu Gott, mein Vater, hin, Vers 3c. Und deswegen stand er formal auf. Er hat danach wahrscheinlich weiter gegessen. Aber ich muss euch sagen, ich habe gemerkt, auch Christen sehen mehrmals so ein bisschen egoistisch aus in der Zeit des Essens. Ich sage nicht, dass sie egoistisch sind. Von der Beobachtung her scheint es aber so zu sein. Sie essen und essen, sie reden kaum zu anderen. Und wenn sie reden, sieht man alles, was in dem Mund drin ist. Weil sie hat nur ein Ziel und Zweck vor. Und das ist, ich muss gefüttert und gestärkt und ernährt werden. Meine Frau hasst es wie die Pest. Wenn wir zusammen essen. Und ich fange an, über die sollst du noch erledigen, bitte, meine Ehefrau. Und die ist, ja, bitte, sie kann es nicht erdulden. Ich habe schon jahrelang vor damit aufgehört. Sie braucht Ruhe in der Zeit des Essens. Sie will nicht dann von allerlei Verantwortung. Sie braucht Ruhe in der Zeit des Essens. Und so sind wir auch. Aber dann hat er gesagt, ich verzichte auf diese Sache. Weil ich bin der Diener. Weil der Größte ist der eine, der den anderen dient. Und er war der Größte, er bleibt der Größte. Was wird er tun, wenn wir wieder bei ihm sein werden, ankommen werden in dem Himmel? Er sagt, setzt euch hin zum Tisch, wird er uns sagen, ich werde euch bedienen. Was für ein Christus haben wir? Was für ein Gott und Vater haben wir? Ein dienender Gott und Vater, ein dienender Christus. So lieben sie uns, weil die wahre heilige Liebe dient immer an den anderen. Anstatt immer Dinge zu erwarten. Aber natürlich erwarten Dinge aus reiner Liebe, weil er weiß, diese Dinge sind für ihn, uns auch super gut und die einzige gute Dinge. So er stand vom dem Mahl auf, um zu tun, was für sie wichtig war. Legte sein Obergewand ab. Sie sahen, was macht er jetzt? Obergewand ausgezogen. Nahm einen Schürz, jetzt, dann beobachten sie, er umgürte sich wie die Sklaven von damals, die meist niedrige Arbeit und Dienst machen mussten, die Leute den Füßen zu waschen, die Herren und die Damen, aber eigentlich die Herren. Die Damen hatten wenig gezählt damals. Auf Vers 5, darauf goss er Wasser. In das Becken. Es gab Kannen mit Wasser, er nehme Wasser aus einer Kanne in das Becken, wie der Hohepriester Aaron es damals getan hat, lasse ich euch dies zeigen. 3. Mose, Kapitel 16, Vers 4, Vers 3. Überschrift bei 3. Mose 16 hier in Schlachter heißt so: Der große Versöhnungstag. Vers 3, auf diese Weise sagte Gott, Moses solle Aaron als Hohepriester in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Stier als Sündopfer und mit einem Widder als Brandopfer. Blut musste vergossen werden, das Blut musste er im Heiligtum reinnehmen. Vers 4, und er soll den heiligen Leibrock anziehen und soll ein leinenes Unterkleid an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und einen leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Die was für Kleider? Die heiligen Kleider. Gott ist heilig, sei heilig, weil ich bin heilig. Und er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie anziehen. Er musste sein Leib zuerst im Wasser ganz sauber machen, baden und sie anziehen. Musste zuerst ganz rein gemacht worden sein, ganz gebadet im Wasser,
im reinen Wasser und dann sie anziehen. Vers 5, dann soll er von der Gemeinde der Kinder Israels zwei Siegenböcke nehmen als Sündopfer und einen wieder als Brandopfer und so weiter und so weiter. Wisst ihr was? Christus ist der große Hohepriester und wir sind seine anderen Priester und Könige unter ihm. Und jeder Priester musste so handeln und so ist der Hohepriester Aaron einmal im Jahr an dem Tag der größten Versöhnung in dem Allerheiligsten, in dem Heiligtum reingegangen mit Blut um Israels Willen und dort hinter dem zweiten Vorhang leuchtete Gott so hell von oben auf die Sühnedeckel. Dort wohnte Gott. Aber der arme Hohepriester hat sich so unwohl gefühlt. Er hat Gott gebangt, weil Jesu Christi Blut war noch nicht vergossen worden. Er hat gedacht, habe ich nicht einen Fehler? Habe ich mich rein genug gewaschen? Werde ich nicht hier sterben? Werde ich noch meine Leiche hier herausziehen müssen? Und er hat sich beeilt, um so bald wie möglich wieder rauszugehen. Aber der Herr Jesus, dies alles hat auf Jesus Christus als das Opferlamm hingedeutet. Er stand auf formal, Vers 4, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schürz und umgürte sich. Vers 5, darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Ich muss euch sagen, ich war einmal in Bloemfontein in Südafrika an einem Ort. Der Mann hat so nach Tabak gerochen. Hat er mir die Füße gewaschen, musste ich seine Füße auch waschen. Ich habe ihn gefragt, ist er auch ein Judas Iskariot, warum stinkt er so nach Tabak? Warum raucht er so viel? Ich habe dies als keine schöne Erfahrung erlebt, als eine Art von Folterung. Es ist nicht mehr immer so leicht. Es würde mir nicht so leicht sein, um hier zu knien und eure Füße zu waschen. Insbesondere nicht, war es noch schwieriger damals, weil die Füße waren so unrein, mit Staub erfüllt, weil sie sind auf keine Autobahn gegangen, Staubwege. Und sie haben nicht immer ihre Füße so häufig gewaschen. Scheinbar, habe ich verstanden, habe ich gelesen. Aber er hat gesagt, dieser Dienst ist für mich nicht schwierig. Ich knie nieder und ich fange an, meine geliebten Jüngeren die Füße zu waschen. Aber er hat nicht nur dies getan. Er hat die Füße von Judas Iskariot auch gewaschen, von jedem. Sogar Judas Iskariot, die mit bald danach verraten wurde. Und, lass uns sagen, er hat gesagt, ich muss das Werk vervollständigen. Danach hat er sie mit dem Schurz getrocknet. Sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Mit dem Schurz getrocknet. Jede Fuß. Da kommt er zu Simon Petrus. Und Petrus hat immer eine bessere Idee gehabt, oder? Was für ein Besserwisser war Petrus. Immer zu überschnell geredet. Tatsache ist, da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Er war super überrascht. Und ich habe gemerkt, die Kommentatoren haben ganz unterschiedliche Meinungen. Matthew Henry sagt, was für ein arroganter Mann war er, um besser zu wissen, insbesondere als er nachdem er Jesus bestätigt hat, ja, Vers 7. Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst aber es danach verstehen. Jesus hat zu ihm bestätigt, sollte dir die Füße waschen. Was hat er getan? Jesus Christus ganz widersprochen. Vers 8. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall, nicht so sollen, wirst du mir die Füße waschen. Kann man nicht glauben. Aber Spurgeon ist gnädiger als scheinbar, war in diesem Fall gnädiger. Er sagt, ach, lass uns doch nicht nur die schlechte Seite von Petrus anschauen. Es gibt doch eine schöne Seite, eine köstliche Seite auch. Er hat sich so unwürdig gefühlt. Du bist mein Herr, du bist mein König, ich bin so schwach und so unvollkommen und so unrein noch.
Wie könntest du mir die Füße waschen? Er hat sich gewehrt. Es gibt auch diese schöne Seite. Aber trotzdem sollten wir aus dieser Sache eine Lektion lernen. Es gibt eine Art von Arroganz und eine Art von Hochmut, die Christen auch haben. Ach, ich darf doch nicht von Jesus Christus erwarten, um mich wieder zu trösten, wieder zu stärken nach alles, was ich angefangen habe in der letzten Woche. Aber lasst uns nicht diese falsche Hochmut, diese falsche Demut haben. Herr Jesus, du musst mir wieder die Füße waschen. Bitte, vielen Dank. Lass uns all seine Gnadengaben an uns schätzen. Er wird immer noch aktiv um unseren Willen. Was du auch alles angefangen hättest, er bleibt für dich und er will dir die Füße immer noch waschen. Nein. Aber hören wir es ab. Dieses Amen war passend. Vers 8, Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Was für ein Schock. Innerhalb 10, 15 Sekunden, direkt nach dem letzten Satz, seine Gedanken ganz geändert. Dann wieder zum anderen Extrem gegangen. Vers 9, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Wieder besser gewusst als der Herr Jesus. Der Herr Jesus hat gesagt, die Füße. Nein, das Hände und das Haupt auch noch. Und später sagt wieder, eine schöne köstliche Seite. Weil jeder Christ hat so ein Verlangen, jeder wahre Christ, weil jeder von uns ist völlig umgewandelt worden. Hat ein neues Herz und wir wollen so gerne ganz rein für ihn sein. Mache mich ganz rein, meine Gedanken, meine Hände, meine Füße, meine Beine, mein alles, mein Mund. Ich möchte für dich ganz rein sein und für den Vater, weil ich weiß, du bist für die absolute Heiligkeit und Reinheit und Makellosigkeit. Eine schöne Seite gibt es doch. Und Jesus hat ihn nicht getadelt. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Und dann hat er ihn wieder nicht getadelt, nur zurückgewiesen, nur belehrt. Aber lass ich zuerst sagen, Vers 8, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Lass ich euch sagen, wer nicht durch Jesus Christus rein gewaschen worden ist, gehört Christus und dem Vater im Himmel nicht. Ich frage dich, wann, an welchem Tag bist du rein gewaschen worden, gemäß Offenbarung 1 und Vers 5, durch Jesu Christi Opferblut, das er für dich vergossen hat am Kreuz. Und du hast gewusst, oh Herr Jesus, du hast mich rein gewaschen, du musstest dein heiliges, christliches Blut vergießen, um dies zu tun, aber vielen Dank, ist so köstlich, um nicht mehr so verschmutzt zu sein, weil deine Gebote und die Gebote deines Vaters sind auf die Tafeln meines neuen Herzens eingraviert worden und ich möchte für dich rein sein, ich möchte nicht von dir getrennt sein. Wir haben letzte Woche wieder gesehen und dann vorletzten Woche sogar das Gewissen, das Herz sollte bestrengt bleiben durch Jesu Christi. Alles äußerlich ist alles innerlich, im inneren Menschen. Aber dann hat Petrus sich wieder gewehrt. Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Und dann kam die köstliche Lektion. Vers 10. Jesus spricht zu ihm, zu Petrus. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Lass ich euch sagen, wir sind einmal gebadet worden. Im endgültigen Sinn kannst du nicht wieder reingewaschen werden. Durch Jesu Christi Blut. Wir lesen in Offenbarung 1, Vers 5 folgendes. Lass ich euch dies vorlesen. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 5. Lass ich anfangen mit 4 Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Vers 5 und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde.
Versteht ihr? Er ist der König. Alle Könige. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Wer will viel Geld bekommen? Grundstücke und Palasten. Zeige mir, wo es geschrieben steht, wir müssen wieder gewaschen werden. Unsere Leiber durch Jesu Christi Blut. Habt ihr das irgendwo gelesen? Ist mein Geld noch geschützt? Ich brauche nicht mein Geld heute herauszunehmen. Weil ich liege nicht falsch scheinbar. Einmal gewaschen. Unsere Leiber. Aber Tatsache ist, er hat uns von unseren Sünden gewaschen durch sein Blut. Was hat er danach gemacht? Zu welchem Ziel und Zweck hat er uns so rein gewaschen? Um tun zu können, was in Vers 6 geschrieben steht von Offenbarung 1, um uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Zu machen, dies hat er schon getan. Für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Danach sieht er, kommt mit den Wolken. Ach, Johannes war so begeistert. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der allmächtige Erlöser, in seinem verherrlichten Leib herrschend in dem Himmel vom Rechten des Vaters. Er sagt uns jedes Mal, ich habe euch reingewaschen durch mein Blut. Dies hat er ihnen art von symbolisch gesagt bei dieser Zeit. Weil dies ist, was so köstlich ist. Abraham, Isaac und Jakob und diese Jünger sind auch reingewaschen worden durch sein Blut. Einmal, endgültig und für allemal. Im Voraus. Jesu Christi Kreuzwerk steht im Mittelpunkt. Er als der Gekreuzigte. Alle, die noch leben werden, existieren werden, die Auserwählten bis zum Ende dieser Weltzeit, werden wieder zurückblicken, 2000 und mehr Jahren. Ich bin auch einer für alle Mal reingewaschen durch sein Blut, das er für mich vergossen hat. Und er hat mich auch mit den anderen zusammen zum Königen und Priestern gemacht. Ich bin auch König, ich bin auch Priester mit den anderen Geschwistern zusammen. Wir sind ein Reich des königlichen Priestertums. Weil Aaron war der Hohepriester und die anderen waren alle Priester. Wir lesen, wir sind alle Priester und Könige unter unserem Hohepriester Aaron. Wir sollten auch priesterlich handeln. Dies bedeutet, Priester hat immer, ist immer aufgetreten, für das Wohlergehen der Menschen Gottes und um Gott zu dem Vater zu gefallen. Als Vermittler, Priester und König. Dies gehört jetzt zu unserem Dienst. Unter ihm als unseren Hohepriester, der ganz treu geblieben ist und immer noch treu bleibt, über sein ganzes Haus. Das ist mir auch in dem Hebräerbrief. Was für einen Dienst hast du? Was für einen Dienst haben wir nicht hier? Wie köstlich, wie wunderbar. Wo sind die Amens und die Halleluja's? Oder was ist los hier? Aber Tatsache ist, er hat uns reingewaschen. Und unser Bruder hat darüber gebetet, weil ich habe ihn einmal zurechtgewiesen. Er hat hier gebetet, als ob es wieder stattfinden könnte. Aber er hat seine Lektion gelernt und hat diese Lektion nicht vergessen. Es hat scheinbar wieder danach in seine Kommentare geschaut, hat Johann richtig geredet oder nicht. Aber Tatsache ist, 2. Timotheus, Kapitel 3, oder Titus, Kapitel 3, Vers 5. Lass uns sagen, wie böse waren wir gewesen. Vers 3. Titus 3, Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. Waren wir auch so? Warst du auch so gewesen? Dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Mit anderen Worten, wie gemein waren wir, wie verschmutzt, wie rebellisch waren wir. Und Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan
Barmherzigkeiten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Dies ist bei deiner Errettung, als du Jesus Christus kennengelernt hast, stattgefunden. Eins und für allemal, endgültig, kann nicht wiederholt werden. Kann nicht wieder stattfinden. Errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Warum durch das Bad der Wiedergeburt? Er hat uns reingewaschen durch sein Blut. Aber als er uns reingewaschen hat, sind wir gerechtfertigt worden, freigesprochen worden, zur Gerechtigkeit Gottes in Christus gemacht worden. Objektiv, aber subjektiv, persönlich als Erfahrung, haben wir erfahren, wir sind ganz neu erschaffen. Das Alte ist vergangen. Alle Dinge sind neu geworden. Neues Herz, neue Liebe, neue Prägung, neue Fähigkeit, ihm zu dienen, durch die Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Der Geist des Christus hat dies gewirkt. Nur der Geist des Christus konnte es tun, hat es getan, wird es wieder tun, wenn jemand anders gerettet werden würde. Aber Christus ist nicht unaktiv, während sein Geist mächtig wirksam ist, um dies zu tun im Fall der anderen Auserwählten, die noch gerettet werden sollten. Höre doch, der Satz ist noch nicht fertig, Komma. Am Ende von Vers 5, Vers 6, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch wen? Durch Jesus Christus, unseren Retter. Christus bleibt der Vermittler, auch durch das Wirken von dem zweiten Troster. Er bleibt der erste Troster, der erste Wirkende. Durch Jesus Christus, Christus ist wirksam, bleibt arbeitend und wirksam in der ersten Liebe zu uns, während der Heilige Geist Leute neu erschaffen. Und nicht nur ein bisschen hat er uns gesegnet. Vers 6, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit was? Zu welchem Ziel und Zweck? Vers 7. Wir durch seine Gnade gerechtfertigt, freigesprochen von allen Schuld, ein und für alle Mal. Du kannst nicht wieder schuldig werden in dem Sinn von wieder verdammt vor Gott. Der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Die Fülle des ewigen Lebens wartet auf dich. Vers 8, glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig würden, darauf bedacht sein, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Dies ist genau, was Christus ihnen auch gesagt hat an diesem Tag. Dies habe ich euch angetan. So sollt ihr auch handeln, weil ihr seid doch meine Jünger, meine Nachfolger. Vers 14. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch ihr einander die Füße waschen. Vers 15. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Was von den Anwendungen? Waschen wir einander die Füße? Bist du Herr und König? Einer der Herren und der Damen? Ich fühle mich so schnell, die Leute fühlen sich so schnell verletzt. Ich habe den Dienst verloren und der Pastor hat jemand anders den Dienst gegeben. Ich fühle mich so verprügelt fast im inneren Menschen, so beraubt. Aber dies ist nicht mit die wahre Liebe funktioniert. Der Liebe freut sich nur, wenn die anderen eine höhere Stelle bekommen als ich. Er war doch niedriger als diese geworden, physisch, als er gekniet hat, um ihnen die Füße zu waschen. Petrus, der Kopf von Petrus war höher und sein Leib auch. Fast wie ein Diener war er. Und wir sollten doch die Gesinnung des Christus bekommen, wir sollten einander dienen, einander die Füße waschen, weil, jetzt kehren wir zurück, zu Johannes 13, Teil 2 von der Lektion. Vers 10, Jesus spricht zu Petrus, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Weil dies ist ein und für allemal stattgefunden. Braucht nicht wiederholt zu werden, kann nicht wiederholt werden. Ausgenommen die Füße, sondern er ist ziemlich rein. 90% ist rein. 99. Er ist ganz rein.
Aber Jan, ich habe wieder falsch gehandelt gestern. Ich war wieder den ganzen Tag lang mit Feldmenschen zusammen. Ich habe wieder Krisis an der letzten Stelle gestellt. Meine Füße sind so verschmutzt worden. Was symbolisiert dies? Die Füße waschen, in dem Kontext von damals, Kontakt bekamen die Füße mit dem Staub der Erde, mit der Unreinheit der Erde. Der Mann hat sich kaum gewaschen. Er ist gebadet worden damals. Gut angezogen, er wollte seine Frau gefallen, er wollte nicht, dass sie, wenn er zu Hause ankommen würde, ihm sagen würde, aber du stinkst, von, du riechst nach Schweiz, mein Mann. Sagt man Schweiz? Schweiz. Aber er musste auf einem langen Weg gehen, mit den Füßen. Kein Auto hat der arme Mann gehabt. 30 Kilometer beispielsweise. Kam er zu Hause an, ach, meine Füße sind wieder verschmutzt worden. Ich kenne doch meine Frau, sie wird sagen, komm, wasche doch deine Füße. Muss ich mit deinen unreinen Füßen hier romantisch werden wollen mit mir? So, wir werden jeden Tag verschmutzt, weil wir bekommen Kontakt mit ihm verloren. Deswegen, wann werden wir anfangen, um gehorsam zu werden, aufhören, um so viel Zeit mit den Verlorenen zu verbringen? Weil sie verschmutzen uns, weil sie sind böse und gehören den Teufel. Und wann werden wir die Anwendungen machen und aufhören zu tun, was die Bibel uns verbietet? Und dies ist, nenne diese Person nicht dein Freund oder deine Freundin. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott, weil du schaffst es, du wirst es niemals schaffen, um zu tun, was der Herr Jesus getan hat. In seinem Fall hat es auch eine ganz andere praktische Bedeutung gehabt. Er ist beschuldigt worden davon, Weinsäufer und Art von Trunkenbold wahrscheinlich, hatten sie gemeint, und Freund der Sünde. Ja, er war häufig mit den Sündern zusammen, um ihnen zu helfen, aber ist er einmal verschmutzt worden, hätten sie es einmal gewagt, um Quatsch in seiner Gegenwart zu reden oder zu fluchen? Ich glaube nicht. Er hat sie beeinflusst. Wir leider werden schlecht beeinflusst, wenn wir so viel Zeit mit den Verlorenen verbringen. Ich habe immer so viel Mitleid mit den Leuten, die mit einer unverheirateten Person, mit einer verlorenen Person verheiratet ist. Was für ein Leiden. Weil, hast du gemerkt, wie der Geist des Christus dir dies gezeigt hat? Christus dir dies gezeigt hat. Ich fühle mich wieder so verschmutzt, meine Füße. Ich bin wieder in diese Welt gegangen, weltliche Gesinnung. Weltliche Gesinnung bin ich wieder teilweise geworden. Ich habe deswegen wieder von Christus vergessen. Ich habe mit so vielen Leuten, bösen Leuten, wieder Kontakt gehabt. Deswegen sollten unsere Füße tagtäglich immer wieder als neue gewaschen werden. Aber dies hat nichts zu tun mit der Tatsache, dass wir ein und für alle Mal gebadet worden ist, ganz rein bleiben. Es geht darum, aufs Neue erfrischt, weil die Füße hatten auch mehrmals wehgetan, mussten sich wohler fühlen durch das Wasser, womit sie gewaschen worden sind, durch die Diener, die Sklaven von damals und dann abgetrocknet, aber dann wieder ganz rein. Und so brauchen wir dies auch tagtäglich. Und ich glaube, dass unser Herr Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, Vers 14 gemäß, in 15, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr miteinander die Füße waschen. Denn, Vers 15, ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wir sollten einander auch so dienen, während wir einander die Füße waschen, wie er gesagt hat, wie es tun sollten, gemäß seinem Vorbild, werden wir einander helfen, um reiner und heiliger zu werden. Lass ich euch sagen, Jesus Christus hat so viel geleistet, um uns rein waschen zu können und jeden Tag die Füße waschen zu können, weil dies ist doch nur möglich, das reinigende Wasser seines Wortes ist doch nur wirksam geworden wegen der Tatsache, dass er ein heiliges Blut für uns als das Opferlamm Gottes vergossen hat. Und lasse ich euch, bevor ich weiter darüber rede, und deswegen, die Tatsache, dass er und sein Vater so viel getan hat, in dem Alten Testament ist es zu zeigen, Mose und die anderen Israeliten, uns im Neuen Testament.
wie viel es kostete, um uns rein und heilig zu machen, die Füße immer wieder, zeigt uns, seine erste Priorität ist heilig werden, rein werden, wie Petrus geschrieben hat, wie er heilig und wie er rein ist. Und lasse ich euch sagen, Christus ist so für die Heiligkeit seiner Geliebten und für die Reinheit seiner Geliebten. Er wird nicht aufhören, um in dir zu wirken, bis du ganz rein sein wirst. Letzten Endes werden wir alle sein, wie er es ist. Ganz heilig, ganz rein. Aber der Prozess dazu ist, jeden Tag immer näher am Herrn Jesus, immer mehr die Sünden hassen, immer mehr wie Christus werden und immer mehr die geringste Sünden hassen. Und ein Mann Gottes hat geschrieben, wir dürfen nicht auf diese Verantwortung verzichten. Anfangen mit der eigenen Sünde. Herr, was habe ich noch falsch gemacht? Die Tatsache, dass er uns so gnädig war, den teuersten Preis für uns bezahlt hat, um uns zu reinigen, zu heiligen. Die Tatsache, dass er getan hat, was in Johannes 17, Vers 19 geschrieben steht, deutet nicht darauf, dass wir die Dinge leicht mit den Dingen umgehen können. Wir dürfen nicht mit den Sünden leicht umgehen. Das genau Gegenteil ist wahr. Aber lass uns zuerst Johannes 17 und Vers 19 studieren. Johannes 17 und Vers 19. Er war noch immer beschäftigt mit seinem hohenpriesterlichen Gebet, bevor er ins Gethsemane hineingehen würde, um dort zu leiden und danach bis ans Kreuz und dort auch noch mehr zu leiden. Vers 19, und ich heilige mich selbst. Anstatt wieder Vater sagen, hat der Vater gemeint, aber nicht wieder gesagt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Christus hat sich geheiligt, abgesondert für uns, für jede Auserwählte, für alle Auserwählten zusammen und als einzelne Personen, damit auch wir, auch sie geheiligt sein und bleiben werden in Wahrheit, in der Wahrheit seines Wortes, gemäß all seine Prinzipien und Gebote, wie in der Bibel aufgeschrieben. Freundschaft mit der Welt beispielsweise ist Feindschaft gegen Gott. Nicht falsch reden, richtig reden. Keine üble Nachrede machen. Nicht halb passiv sein und zu spät ins Bett gehen und den nächsten Morgen halb eingeschlafen sein, wenn du die Predigt anhören sollst. Alles mit voller Kraft, mit vollem Eifer für mich zu tun, gemäß meinem Vorbild, weil Gott ist immer eifrig, der Herr ist immer eifrig in der ersten Liebe. Und Vers 17. Auch heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist eigentlich die Wahrheit. Oh Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Ich mache es, du machst mit. Durch das Wirken des Geistes. Das Werk Gottes ist, um uns immer heiliger und reiner zu machen, aber wir haben die Verantwortung, um mitzumachen. Weil er arbeitet, sie arbeiten nicht mit Robotern. Sie arbeiten mit Leuten, die vorsichtig sein müssen. Wie viel hast du deine Sünde? Warum schaust du Fernsehprogramme an und Filmen, die nicht auf erbauend sind für dich? Warum gefällst du Menschen? Weil die Person sagt, die Person hat dir gesagt, ach, du möchtest nicht mehr in Urlaub gehen, also dann sagst du, ich gehe mit dir in Urlaub. Möchtest du den Menschen gefallen oder möchtest du Christus gefallen? Wir dürfen keine halbe Sekunde vergeuden. Und während wir den Menschen gefallen, missfallen wir Gott und Christus. Hat er eitle Dinge getan, ist er zu einer Stadt gefahren, um die Stadt anzuschauen, mit den Leuten zusammen, hat er solche Quatsch angerichtet. Niemals. Du sollst wissen, deine Zeit ist kostbar. Und deine Gelegenheiten gehen schnell vorbei. Und deswegen sollten wir kein Kind Gottes hier erlauben. Nicht in dieser Gemeinde. Um von irgendeiner Sünde verschmutzt zu bleiben. Ich finde es nicht leicht.
Maar ik ben nog weit entfernt davon, om wieder Herr Jesus zu sagen. Ich blicke mehrmals ziemlich streng, oder? Und ich bin nicht so erfüllt immer mit zärtlichem Mitgefühl, wie er es war, geblieben ist. Aber trotzdem sollten wir dies als Ziel und Zweck anstreben, durch ihn dazu befähigt, immer mehr. Mit zärtlichem Mitgefühl, aber mit aller Ernst einander helfen. Bruder, du darfst dies doch nicht tun. Du verschmutzt Christi Gemeinde. Du betriebst den Heiligen Geist. Du machst die Dinge für uns fast unmöglich hier, fast unmöglich. Wie werden wir Gottes reiche Segnung erfahren? Ich glaube absolut, dass der Hauptgrund, warum eine Erweckung noch nicht gekommen ist, ist, weil wir noch nicht genug Gottesfurcht haben. Leute, die auf ihre Handys eintippen und schauen, während der Predigt, während des Gebetes, zeigt mir, wir haben noch wenig Ehrfurcht. Warum habe ich so gekämpft? Und sie sagen, 13 Jahre lang kämpfe ich darum. Noch nur ein bisschen Erfolg bekommen. Um alle Anwesenden 7 Minuten, bevor wir anfangen, still zu kriegen, nicht herumzublicken und zu anderen zu reden, auf Gott und Christus zu warten. Und uns vorzubereiten, weil wir wollen in dem Heiligtum hineintreten. Wir müssen vorsichtig leben. Wir lesen Epheser 5. Mit Sorgfalt, vorsichtig sollten wir handeln, weil Christi Blut, wodurch wir gereinigt worden ist, worin wir gebadet, wodurch wir gewaschen worden ist, ist kostbarer als das Blut von irgendjemand, von allen anderen. Und liebe Geschwister, Paulus hat Timotheus gesagt, wenn es nicht hilft, wenn es noch nicht Erfolg gekommen hätte, durch dass du die Leute mit zärtlichem Mitgefühl auf eine sanfte Weise belehrt hast, dann sollst du anfangen, sie zu tadeln. Start zu tadeln. Ihr dürft nicht so handeln. Aber lass uns sicherstellen, wir zeigen das richtige Vorbild. Wir sollten zuerst die Balken aus den eigenen Augen herausnehmen, um die, was sagt man, Splitter, aus den Augen des Bruders zu holen oder der Schwester. Aber wir sollten alle, jede Sünde, die sogenannte geringe Sünden auch, wie die Pest hassen. Wir dürfen Christus nicht missachten. Die Dinge, worauf wir verzichten sollen, die Dinge, die wir tun sollten, wie viel Hass hast du für die Sünde? Für meine Sünde? Für deine Sünde? Wie viele Male haben wir einander damit geholfen? Wie haben wir reagiert, als wir einander damit helfen wollten? Liebe Geschwister, lass uns doch Fortschritte machen. Lass uns auch lernen doch aus dieser ganzen Geschichte hier. Aber lass ich euch sagen, warum ich mich frage, ob Matthew Henry nicht doch recht hat, dass dieses Mal einige Tage davor stattgefunden ist. Ich bin mir nicht sicher. Er hat eine tragische Sache hier erwähnt, der Herr Jesus, was der alles wusste. Er immer noch alles weiß, Vers 10 gemäß. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern ist er ganz rein, er ist ganz rein dann. Und ihr seid rein. Ihr seid rein, aber nicht alle. Es gibt immer am wenigsten ein oder zwei falsche Christen unter uns. Es gab unter den 12 ein unreiner Mann, liebte das Geld. Aber wisst ihr, die anderen waren völlig rein. Aufgrund Jesu Christi Opferblut, dass er für sie vergossen wurde. Im Voraus sind sie dadurch gereinigt worden. Aber nicht alle. Aber lasse ich euch zeigen, bei der Zeit von dem Ereignis, von dem Treffen von Johannes 15, höre doch, wie köstlich, wie wunderbar. Lass uns die ersten 3 Versen lesen. Ich bin der wahre Weinstock. Dies ist nach dem Ereignis von der Fußwaschung stattgefunden. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, wie Judas. Weil er ist nicht wahrlich, er war nicht wahrlich eingepflanzt, eingepfropft in den Weinstock. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Immer mehr reinigen,
sodass die Füße gewaschen werden. Vers 3. In Vers 2 redete er, der Herr Jesus, von Füße tagtäglich waschen. Wir entdecken eine Sünde. Ich tue jeden Tag mehrmals, am wenigsten 7-mal pro Tag, Buße für bestimmte Sünden, meine Gedanken, auch die Dinge, die ich nachgelassen habe, um ihm auf die richtige Weise zu dienen und zu lieben. In der ersten Liebe. Vers 3. Hier doch, wie köstlich. Ihr seid schon rein. Um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein. In diesem Sinn können wir nicht wieder unrein werden. Warum war seine Aussage dieses Mal anders? Es gab kein Judas Iskariot mehr. Nur die wahre Jünger. Und dies ist mein Ziel und Zweck. Wir wollen so nah daran kommen wie möglich. Keine Person hier als Brüder oder Schwester betrachten, der unrein ist. Weil Christus und durch sein Blut macht er immer bringt er immer eine Trennung. Es steht überall, ich kann euch nicht alle die Dinge zeigen, aber es steht in Malachi 3 geschrieben, es kommt immer wieder vor in der Apostelgeschichte. Er hat die Leute eliminiert, die so unrein waren, wie er Judas eliminiert hat. Der Teufel ist ihm reingefahren und er ist gegangen, um Christus zu verraten, damit Christus gekreuzigt werden konnte. Danach hat er sich selbst gehängt und seine Organe sind aus seinem Leib, der gebersten ist, rausgegangen und zum Totenreich gegangen, um dort gefoltert zu werden und ewiglich in die Hölle schwerer zu leiden als alle anderen. Aber ist es nicht wunderbar? Ihr seid schon rein. Ach, wir wollen auch so wenig wie möglich Leute haben. Wir wollen uns nicht täuschen, deswegen sind wir und bleiben wir so vorsichtig, um die Zeugnisse und die Vorgehensweise wahrzunehmen. Wir lesen doch, wir müssen vorsichtig bauen auf dem Fundament, während wir Gemeindebau machen. Es ist keine kleine Sache, es ist eine gravierende Sünde, um einfach so dumm und töricht zu handeln, Leute einfach zu taufen, die keine übernatürlichen Merkmale zeigen. Weil Christus sagt, ihr dürft nicht in demselben Joch ziehen, mit dem Unreinen, mit den Verlorenen, mit den geistlichen Toten. Weil deswegen konnte er ihnen sagen, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und lass meine Worte in euch bleiben, dann bleibe ich in euch. Weil die Unreinen waren entfernt worden. Und in der frühen Apostelgeschichte, in der frühen Jerusalemer Gemeinde, gab es nur die Reinen in der Gemeinde. Die anderen waren nur Besucher. Hatten gewusst, wir nehmen nicht am Abendmahl teil. Wir werden nicht Brüder und Schwestern genannt. Ach, liebe Brüder und Schwestern, liebe Schwestern, wollen wir nicht rein für ihn werden, weil wir haben schon gesehen, jetzt in Johannes 15, je reiner er uns macht, die Füße, je reiner wir leben, subjektiv, je mehr Frucht bringen wir für ihn. Weil sein Wille ist immer Frucht, mehr Frucht, und viel Frucht. Warum? Warum ist ein endgültiges Ziel und Zweck immer viel Frucht? Weil dann sehen wir Christus ähnlicher aus, sind wir ihm ähnlicher geworden. Weil hat er wenig Frucht gebracht? Oder viel? Mehr als alle. Warum war Paulus Christus so ähnlich geworden? Weil er so rein war, hat Christus ihn benutzt und er hat so viel Frucht gebracht, mehr als die anderen. Liebe Geschwister, lasst uns nicht uns selbst einengen und hemmen und verhindern und Christus nicht verhindern als das Haupt hier seines organischen Leibes. Lasst uns nicht sagen, ich bin kein Mensch für Konfrontation. Gott sagt, da musst du deine Wege ändern, ein Stolz und Arroganz lassen. Wir sollten auf diese Weise einen anderen in Liebe konfrontieren. Diese Sünde darfst du nicht hier tun. Tu Buße, anders entfernen wir dich aus der Gemeinde. Dies hatten sie damals gemacht. So, lass uns vorsichtig bleiben. Aber Tatsache ist, lass ich eher sagen, ich werde aufhören müssen, weil ich bin auf Seite 3 von meinen 20 Seiten. Aber ich höre jetzt auf ungefähr, weil Zeit ist vorbei. Aber Tatsache ist, so viele wunderbare Dinge werden stattfinden, wenn wir auf Christus hören werden.
Bete doch, dass ich wissen werde, wie ich nächste Woche predigen sollte. Höre doch noch nur Vers 16. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Vers 17. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr. Wenn ihr es tut, wer will glückselig sein in der Praxis? Subjektiv und persönlich dies erfahren. Diese Glückseligkeit genießen in seiner Gegenwart, in der Gegenwart des Vaters. Tut ihr dann, was ich euch gesagt habe. Er redet doch als der König. Lass ich doch nicht die Versuchung widerstehen, um noch etwas Schönes zu sagen. Ich war so gesegnet, dass ich dies verstanden habe. In der Zeit der Vorbereitung der Predigt. Ich hätte erwartet, ach, er wird sich jetzt anziehen, umgürtet mit einem goldenen Gürtel, mit dem Purpurkleid des Königs. Könige damals, und alle Könige ziehen es auch gut an, oder? Ein König kommt vorbei. Wie sieht er aus? In Pracht und Prahl gekleidet. Aber was für eine Überraschung, er stand auf. Und er war bekleidet mit der Unterkleid eines Sklaves, um uns dienen zu können. Was für ein demütiger Christus haben wir. Er hat nicht selber gesagt, lerne von mir, weil ich bin sanftmütig und deswegen vom Herzen was? Demütig. Nur die Demütigen können richtig dienen. Niemand ist so demütig wie unser Vater im Himmel und wie Jesus in der Heilige Geist. Deswegen soll verdienen von unten nach oben. Wahre Demut sollten wir von ihm lernen. In der persönlichen Beziehung mit ihm, liebe Geschwister. Dann werden wir vorwärts kommen. Und ich habe schon vergessen, jetzt habe ich Probleme, weil ich habe zwei Versprechungen gemacht. Aber ich halte Versprechung Nummer eins, weil ich bin nicht in der Lage, um beide zur gleichen Zeit zu halten. Tut mir leid, dass ich nicht Versprechen Nummer 2 halten kann, mich daran halten kann. Jetzt zu Philipper Kapitel 2. Die Tatsache, dass er auferstanden ist, Oberwand ausgezogen hat und die Füße gewaschen hat und wieder die Füße abgetrocknet hatte. Ist er wieder zum Tisch mit ihnen hingesetzt. Dies ist symbolisch von was stattgefunden ist. Gemäß der Geschichte von Philipper 2. Höre doch Vers 5. Denn ihr, wer als die wahre Christen, sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der himmlische Christus. Vers 6. Was hat er getan? Was für ein Vorbild haben wir, damit wir sein Vorbild nachfolgen können? Vers 6, der, als er in der Gestalt Gottes war, in dem Himmel natürlich, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Ich muss hier in Pracht und Prahl und in aller Herrlichkeit bleiben, in dem unzugänglichen Licht. Nein, ich halte nicht daran fest. Ich verzichte darauf, aus Liebe zu dir, mein Vater. Aus reiner Liebe, überwältigende Liebe zu meinen Geliebten und deinen geliebten Menschen. Sondern er, Vers 7, er entäußerte sich selbst. Nahm die Gestalt eines Knechtes an, bessere Übersetzung eines Sklaves an. Und wurde wie die Menschen. Aber dies ist noch nicht alles, Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigt er sich selbst noch weiter, noch niedriger und wurde gehorsam bis zum Tod. Aber dies ist immer noch nicht alles. Bis zum Tod am Kreuz. Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Ich habe eine Frage für euch. Ich habe noch 0 Christen gefunden, die diese Frage beantworten konnten. So, vor 2 Wochen hat diese Dame mir diese Frage gestellt. Niemand über alle die Dekan war noch wach genug, um mir diese Frage zu stellen. Galater 3 und Vers 10. Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt.
Dies bedeutet nicht nur, Jesus Christus war verflucht. Der Mann zu seinem Rechten, der Mann zu seinem Linken waren auch verflucht. Aber ich möchte noch eine evangelistische Predigt darüber machen. Auf dem Weg nach einer bestimmten Person habe ich einen Bruder dies erklärt. Er konnte mir auch nicht die Antwort geben. Aber dies ist eine schöne Sache, um zu begreifen, was diese Aussage bedeutet. Ich kann kaum warten, euch dies noch zu lernen. Aber bis zum Tod am Kreuz, als Krimineller, als böser Mann betrachtet worden, kreuzig ihn zwischen der böse Mann an, zu seinem Rechten, zum bösen Mann sein, an seinem Linken, die so kriminell gehandelt hatten davor. Aber dann ist er belohnt worden, Vers 9. Darum hat ihn Gott, Gott sein Vater, auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Vers 10, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Vers 11, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. O Herr Jesus, du bist niedriger gegangen als alle, du hast mehr gelitten, du bist zur Sünde gemacht worden, du bist gefoltert worden, geschlagen worden door een Vater, gefoltert door die Menschen, mit Nägeln durchbohrt, mit Dornenkrone, und so weiter verspottet und verhöhnt worden, fälschlich, falsch beschuldigt worden und verhaftet worden und geschlagen worden aus falschen Gründen, aber du bist erhöht worden. Unser Herr Jesus ist jetzt König. Über alle Könige herrscht, wie niemand anders. Und er sagt, ihr werdet euch noch auf meinem Thron mit mir hinsetzen. Ich befinde mich auf dieselbe Ebene als mein Vater auf seinem Thron. Dies wartet auf euch. Was für eine Liebe zu seiner Braut, zu seiner Geliebten im Namen seines Vaters, damit sie beide durch den Heiligen Geist die vollständige Ehre bekommen werden. Liebe Geschwister, wir sollten dieses Vorbild, diesem Vorbild nachfolgen. Immer mehr Diener, nicht so schnell verletzt uns fühlen, einen sogenannten Groll entwickeln und eifersüchtig werden. Dies ist doch Egoismus, dies kommt vom sündhaften Fleiß. Christus ist bereit, um uns umzuwandeln, er ist bereit, um uns jeden Tag die Füße zu waschen, auch wenn er es mit anderen durch ein anderer tun wird. Er sagt, ich tue es, ich bleibe der Vermittler, ich bleibe wirksam. Macht doch mit, meine Geliebten. Ihr sollt mir gefallen, ihr sollt mein Vater gefallen und ihr gefällt uns nur, während ihr immer heiliger werdet. Während ihr die Sünde, ihre eigene Sünde, die Sünde der anderen immer mehr hassen und immer mehr entfernen aus der, eurer Mitte, aus eurem Leben, aus eurer Familie, aus eurer Ehe und aus eurer Mitte, aus Gemeinde. Liebe Geschwister, was für ein köstliches Vorrecht. Wir können nicht mehr, wie die Sünderin in der Stadt es getan hat, aus reiner Dankbarkeit, gemäß was in Lukas geschrieben steht. Sie ist reingekommen, hat die Alabasterflasche gebrochen und über sich hingekniet, geweint über seine Füße, das köstliche Salböl über seine Füße ausgegossen, mit ihrem langen Haar seine Füße abgetrocknet. Christus war so begeistert davon. Sie hat ihre einzigartige Gelegenheit wahrgenommen. Du hast mich gerettet, ich bin so dankbar. Du bekommst alles. Obwohl Judas Iskariot gemurrt und geklagt hat. Er wollte das Geld noch mehr stellen. Aber das, was für ein Heuchler war. Aber wir können dies nicht mehr Christus antun, direkt und persönlich. Weil er ist jetzt verherrlicht, er wird nicht wieder leiden. Persönlich. Aber wisst ihr was, wir können dies ihn doch antun. Durch dass wir ein ander auf diese Weise dienen werden. Die Füße waschen werden. Immer mehr mit der Gesinnung des Christus. Und er wird es durch uns tun. Und er wird so begeistert sein. Er wird so sich gesättigt fühlen, erfüllt. Und sein Vater auch. Und der Satan wird nicht mehr Macht über uns haben. Kein Raum mehr haben. Und wie mächtig und herrlich werden wir vorher sehen in seinem Triumph mit ihm. Einander zu stärken, Christi Bild als Gemeinde immer besser zu zeigen, die Verlorenen
Auserwählten für ihn zu gewinnen. Denkt ihr, dass es wertvoll genug ist? Lasst uns es tun, soli dia gloria. Und lasst die Verlorenen ihr sagen, warum länger warten? Warum muss ich so verschmutzt bleiben? Warum muss ich noch länger den Teufel gehören? Den Teufel. O Herr Jesus, rette mich. Helfe mir, ich muss gerettet werden. Ich möchte dir gehören. Ich möchte auch reingewaschen werden. Ich möchte auch umgewandelt werden. Ich möchte dich auch haben. Ich möchte auch die herrliche Liebe mit dir als Beziehung, als Fest erfahren mit den anderen Christen zusammen. Warum musst du so beraubt bleiben? Komm doch, wir wollen dir helfen. Lass uns doch ernstlich eintreten und Kinder finden durch unsere Gebete geboren. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen.